Und damit herzlich willkommen zu unserer Bundesliga-Prognose zur Saison 21-22. Haben wir uns wieder ein bisschen was abgeschaut von World Football, aber wie gesagt, das ist alles unter Beschreibung. Wir haben noch ein bisschen unsere eigenen Themen mit reingebracht, also jetzt nicht alles kopiert. Und mit dabei ist natürlich der Timo, sonst funktioniert das Ganze ja nicht. Ja, was geht? In der Bundesliga-Prognose wird spannend. Vielleicht gibt es sogar ein paar Überraschungen. Ja, was vor allem auch die einzelnen Themen angeht, aber das werden wir dann auch gleich sehen. Wir werden dann auch gleich loslegen, würde ich sagen, oder? Ja, ich würde sagen, dann fangen wir mal direkt ganz klassisch, wer wird deutscher Meister? Da bin ich jetzt mal so, ich würde RB Leipzig sagen. Und ich sage jetzt auch RB Leipzig, weil, keine Ahnung, klar, Bayern hat den besten Kader, aber ich finde Nagelsmann jetzt nicht, dass er jetzt ein schlechter Trainer ist, aber ich glaube, in der ersten Saison weiß ich jetzt nicht, ob er das direkt schafft. Ich sage RB Leipzig, weil sie haben mit André Silva einen richtig guten Stürmer geholt, wenn jetzt noch Sabitzer bleibt, Nkunku bleibt. Hinten, klar, sie haben jetzt Upamecano Konaté verloren, aber Kulaschi ist geblieben. Klostermann, Halsenberg muss man gucken, aber trotzdem, insgesamt haben sie den Kader wirklich sehr gut verstärkt. Und ich sage einfach, RB Leipzig, keine Ahnung. Und Jesse Marsch, ich glaube, der bringt da nochmal richtig Power mit rein. Der hat auch richtig Bock auf die ganze Sache. Deswegen sage ich ganz klassisch einfach RB Leipzig. Und nicht Bayern. Ich würde am liebsten Dortmund sagen, wenn ich mir einen aussuchen würde, aber ich sage trotzdem Leipzig. Auch wenn ich das nicht will. So, jetzt habe ich ja wieder dich. Du bist dran. Gut, du sagst Leipzig. Ich wollte eigentlich schon Bayern sagen. Aber ich bin so ein bisschen jetzt nochmal im Kopf durchgegangen. So, die ganzen Vereine und würde tatsächlich mit meinem Lieblingsclub Dortmund gehen. Warum? Fragen sich jetzt manche. Ich habe die Vorbereitungsspiele gesehen. Klar, wir haben zwei verloren. Das war gegen Bilbao und Bochum. Aber wir haben auch schon das Jahr zuvor 3-1 gegen Bochum verloren. Das ist irgendwie so ein Fluch. Aber ist jetzt egal. Ich sage tatsächlich Dortmund, weil im Gegensatz zur letzten Saison haben wir jetzt auch gerade im Tor einen Torwart, der irgendwie eine gewisse Sicherheit ausstrahlt. Ich weiß nicht, ob du irgendein Vorbereitungsspiel von Dortmund gesehen hast. Ich gehe jetzt mal davon aus, nicht. Ich gehe mal nicht davon aus, so. Ist das richtig rum? Aber Kobel hat teilweise Paraden rausgehauen. Die war ich schon gar nicht mehr gewöhnt. Ich meine, klar, Bürki hat auch mal ein richtig gutes Spiel. Ich meine, das war vor 2 Jahren gegen Slavia Prag, wo er wirklich richtig gut gefangen hat. Aber wir haben jetzt Kobel, der ist überragend. Wir haben zwar Sancho abgegeben, haben dafür Malen, spielen höchstwahrscheinlich auch im Doppelsturm. Und deswegen würde ich sagen, ich traue Dortmund zu, dass sie vor allem auch unter Marco Rose einen richtig guten Job machen können und vielleicht sogar Meister werden können. Ich würde Dortmund sagen, natürlich Dortmund mein Lieblingsverein. Da hoffe ich natürlich auch immer ein bisschen und träume ein bisschen. Aber ich glaube, träumen ist definitiv erlaubt. Genau, dann würde ich sagen, kommen wir zum Torschützenkönig. Tja, ich glaube, da werden wir beide den gleichen wählen. Ich glaube auch, dass Robert Lewandowski dieses Jahr Torschützenkönig wird. Auch wenn ich mir wünschen würde, dass es Haaland in seinem letzten Jahr bei Dortmund sein wird. Aber es ist leider, denke ich mal, wieder Robert Lewandowski, weil der einfach sich von Saison zu Saison steigert. Ob er jetzt 40 Tore macht, das bezweifle ich, dass er das zweimal schafft. Aber ich denke schon, der wird so seine 36 Buden machen. Gerade weil auch Bayern einfach ein überragender Verein ist. Also von was die Spieler natürlich angeht. Und ich bin gespannt, ob du auch Lewandowski sagst. Ding ist, ich bin zwischen Lewandowski und Haaland. Na klar, wer sonst? Natürlich hast du noch einen André Silva, vielleicht noch einen Wout Weghorst. Aber wenn Haaland durchspielt, nicht verletzt ist, dann würde ich Haaland sagen. Weil ich glaube, der hat auch so, der ist ja auch immer so, ehrgeizig, ist, glaube ich, das richtige Wort dafür. Ja, das. Ja. Ich sag einfach mal Haaland, dann Lewandowski, dann André Silva und dann Wout Weghorst. Auch wenn wir das jetzt nicht so gemacht haben. Aber trotzdem, ich sag einfach mal Haaland. Da würde ich sagen, machen wir jetzt erst nochmal die internationalen Plätze, damit das ungefähr passt. Dann gehen wir ein bisschen immer weiter runter. International, also ich habe ja gesagt, Leipzig wird ganz klar Erster. Dann sage ich, dass Bayern nicht Zweiter wird, sondern Dortmund wird Zweiter. Es wird nämlich ein Kampf zwischen Dortmund und Leipzig. Bayern wird Dritter, dann Vierter. Vierter, das kann Leverkusen sein, das kann vielleicht sogar Frankfurt sein oder Gladbach auch. Ich sage aber Leverkusen, weil die haben ganz gute Transfers gemacht.
Fünfter wird Gladbach, die kommen wieder ins internationale Geschäft. Dann sage ich Sechster, ja, kommt drauf an, ob der Stürmer zündet von Frankfurt, der neue, dieser Kolumbianer, Boré heißt er, glaube ich. Komm, ich sage Frankfurt und Siebter, also Relegation oder Conference gibt es ja auch, sage ich ganz klar Hoffenheim, weil jetzt sind die Spieler wieder alle fit von Hoffenheim und ich glaube jetzt Hoffenheim und Kramaric wird auch carryen, hundertprozentig. Gut, erst habe ich ja gesagt, wird Dortmund. Zweiter würde ich dann doch Bayern tippen. Dritter dann Leipzig. Vierter Leverkusen. Fünfter. Oh, das wird jetzt ein bisschen, muss ich ein bisschen überlegen. Wobei, ich glaube, Fünfter würde ich dann wohl Gladbach sagen. Sechster tatsächlich Stuttgart. Man kann hoffen, ich finde Stuttgart ist ein sehr, sehr nicer Verein. Hat auch natürlich sehr, sehr viele junge, hungrige und richtig talentierte Spieler. Ja, hoffen wir mal, da muss man natürlich hoffen, dass Kalajdzic bleibt, weil Sosa Kalajdzic ist natürlich eine Traumkombo. Und Siebter würde ich dann Hoffenheim ebenfalls tippen, weil ich glaube, dass Hoffenheim dieses Jahr richtig abgehen wird. Das glaube ich auch. Jetzt haben wir ja die internationalen Plätze getippt. Ich würde sagen, dann gehen wir zu den Absteigern. Und ich habe heute schon auf Kicktipp ein paar Tipps abgegeben, weil da habe ich eine Gruppe mit 17 anderen Leuten. Da tippt man halt, logischerweise. Und da habe ich auf den letzten Platz, da muss ich halt leider wirklich auch einen Aufsteiger nehmen, Greuther Fürth gepackt. Auf dem 17. Platz dann leider Bochum, weil man geht eher mit den Aufsteigern. Also man denkt eher, dass die Aufsteiger wieder absteigen, auch wenn es in den letzten beiden Jahren ja teilweise nicht so war. Und auf Platz Nummer 16 habe ich Bielefeld gepackt, weil ich glaube, dass es dieses Jahr nochmal eine Nummer schwieriger wird. Man sagt immer, das verfluchte zweite Jahr hat sich ja auch in der Vergangenheit öfters mal rausgestellt, dass ja das zweite Jahr das schwierigste ist für die Aufsteiger. Und deswegen würde ich sagen, 16. wird Bielefeld. Ich muss leider auch beim 18. Platz, obwohl ich es, ich würde es denen gönnen, um Gottes Willen, aber muss leider Greuther Fürth sagen. Den Stürmer, die sich jetzt ausgeliehen haben, der Jesse Nyankam, wenn ich ihn jetzt richtig ausgesprochen habe, ist jetzt schon verletzt. Sie haben Anton Stach verloren, David Raum, das sind alles so Achsen gewesen. Ob da jetzt so ein Green da vorne das carryen kann, ich weiß jetzt nicht sonst noch, wer da im Sturm noch unterwegs ist. Muss man mal sehen. Ich würde aber trotzdem sagen, ich glaube, dafür reicht es noch nicht. Ist auch immer schwierig für einen Aufsteiger, dann gehen die Leistungsträger weg und dann ja, wird es halt sehr schwer. Platz 17 ist, finde ich, so sehr, sehr schwierig. Es kann Bochum sein, es kann Bielefeld sein, es kann Augsburg, Köln sein. Ich gehe da aber mit Augsburg, einfach aus dem Grund, weil Richter ist jetzt weg. Das Einzige, was richtig rasieren kann, ist bei Augsburg die Doppelsechs mit Dorsch und Arne Meyer. Ich glaube, das kann richtig gut funktionieren. Trotzdem, finde ich, fehlt so ein bisschen Offensivkraft bei Augsburg. Deswegen gehe ich mal 17. Platz mit Augsburg und 16. Platz. Bielefeld will ich nicht nennen, einfach aus dem Grund. Klar, das zweite Jahr wird schwierig. Verteidigung finde ich ein bisschen schwach, aber die haben jetzt eine richtig gute Offensive. Sie haben Robin Hack sich gegönnt, die haben Serra sich gegönnt und Krüger sich gegönnt. Klar, alles zweite Liga, aber wenn die gut miteinander spielen, ja, mal gucken. Aber ich denke mal, dieses Jahr, ich sag doch, Bochum kommt Relegation, 15. Bielefeld und Köln 14. So. Genau so. Ja, so sage ich das. Ding ist durch. Da würde ich mal sagen, machen wir mal weiter mit der Überraschung der Saison. Das kann alles sein. Spieler, Verein, Trainer etc. Ich würde sagen, die Überraschung der Saison im negativen Sinne wird Wolfsburg, weil ganz klar, Marc van Bommel. Klar, er kann jetzt auch sagen, Junge, ich zeig dir jetzt mal, wo der Hase langläuft. Aber ich sag, weil er bei Eindhoven hat er keinen guten Job gemacht. Das ist ja direkt bei so einem großen Club wie Wolfsburg, der Champions League spielt, wo wirklich Top-Spieler da drin sind. Glaube ich nicht, dass er da so richtig mit klarkommt. Deswegen sage ich, Wolfsburg schafft es dieses Jahr nicht ins internationale Geschäft. Und das ist halt dann für einen Verein, der letztes Jahr Champions League gekommen ist, dann nicht so gut. Kann auch sein, dass sie dann den Trainer wechseln, dann kommen sie doch Champions League. Aber trotzdem, Überraschung wird sein, dass Wolfsburg nicht Champions League und nicht generell international spielt. So. Bei der Überraschung nehme ich das Ganze jetzt mal im positiven Sinne auf und sage, dass ein Spieler von Dortmund
glaube ich, positiv überraschen wird. Und zwar Moukoko. Ich glaube, der wird jetzt unter Rose nochmal einen Ticken öfter zum Einsatz kommen. Und ich glaube auch, dass der diese Saison, wenn er denn wirklich häufig spielt, doch mal schon 5 Bundesliga-Tore Inters hat. Hin und wieder mal eingewechselt werden und die Spiele die ihm eben geben, so ab der, keine Ahnung, 60. 70. Minute kann man ja Moukoko bringen. Ich glaube, dass er wirklich die Überraschung im positiven Sinne sein wird. Natürlich, Moukoko, da kann man jetzt auch nochmal drüber streiten, ist es wirklich eine Überraschung? Ich meine, der hat ja in den jeweiligen Jugenden natürlich übelst rasiert, teilweise über 40 Tore geschossen, was natürlich geisteskrank ist. Aber die Bundesliga ist ja nochmal ein ganz, 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 ganz anderes Kaliber. Und ich glaube aber trotzdem, dass Moukoko dieses Jahr einen richtig guten Job machen wird. Gut, ich würde sagen, jetzt kommen wir zum Trainer der Saison. Beim Trainer der Saison habe ich 3-4 Kandidaten. Einmal Jesse Marsch, Steff Baumgart, Bo Svensson und den Kramer von Bielefeld. Ich sag mal ganz kurz was, Jesse Marsch halt, wie gesagt, ich glaube halt, dass er Leipzig zum ersten Meistertitel führen kann. Baumgart, weil sein Spielstil jetzt belohnt wird, weil er jetzt halt ein paar bessere Spiele hat. Bo Svensson aus dem Grund, weil er halt so eine gute Rückrunde gespielt hat. Und wenn er das fortführen kann, diese Saison, kann Mainz vielleicht sogar ein bisschen oben anklopfen. Und Kramer halt genau dasselbe. Hat Bielefeld, wo jeder gesagt hat, ach, die steigen direkt ab. Nö, hat gesagt, wir sind auf Platz 15. Und deswegen, aber ich entscheide mich gegen meinen Herzensverein und sage, Jesse Marsch, keine Ahnung. Also ich bin jetzt kein Leipzig-Befürworter, um Gottes Willen, da bin ich jetzt nicht. Aber trotzdem, was so das Spielerische angeht und alles drum dran, sind die einfach gut. Das muss man offen und ehrlich zugeben. Deswegen sage ich Jesse Marsch für Trainer der Saison. Und ja, dahinter ganz knapp Baumgart. Ich würde jetzt nach ein bisschen überlegen tatsächlich Bo Svensson sagen. Ich glaube zwar nicht, dass er so viele Siege oder so viele Punkte wie in der letzten Rückrunde einsammeln wird, aber ich glaube, er wird Mainz zu so einem soliden Mittelfeldplatz führen. Und ich glaube, das ist für Mainz, wenn man jetzt gerade die letzten Jahre betrachtet, schon ein ziemlicher Erfolg, wenn man 10. 11. wird und gar nichts mit einem Abstieg zu tun hat. Ich denke zwar nicht, dass sie jetzt großartig was mit Europa zu tun haben. Ich meine, es ist ja immer noch Mainz. Und die haben einfach nicht so die Spiele für Europa. Aber ich denke, dass Bo Svensson schon einen Mittelfeldplatz erreichen kann, gerade weil er sich ja mit dem Verein und mit dem Club identifizieren kann. Genauso wie sein Trainerteam. Und deswegen würde ich sagen, Bo Svensson wird der Trainer der Saison. Machen wir weiter mit dem Nachwuchsspieler der Saison. Da habe ich einfach mal meinen Herzensclub und zwar Jan Thielmann. Jan Thielmann wird so carryen. Der Junge wird diese Saison für mich mindestens 10 Scorer machen. Ganz klar, er passt absolut zum Spielstil. Er ist richtig gut. Der Junge ist 18, 19. Ich glaube 19. Und hat schon viele Bundesligaspiele gemacht. Und das ist halt für so einen Abschiedskandidat wie Köln, der meistens immer im unteren Drittel ist, echt nicht so schlecht. Und deswegen Nachwuchsspieler für mich ganz klar Jan Thielmann. Wie gesagt, ich bin überzeugt davon, was Baumgart jetzt vorhat. Und wenn da noch ein, zwei Spieler hinzukommen, noch ein richtig schneller, robuster Stürmer, am liebsten natürlich Cordoba, wenn er zurückkommt, aber das ist leider nicht mehr möglich. Und halt vielleicht noch ein richtig guter Innenverteidiger, dann würde ich ganz ehrlich sagen, wenn das alles so funktioniert, dann haben wir dieses Jahr mit dem Abstieg nicht so viel zu tun, aber trotzdem, Jan Thielmann wird herausstechen. 100%, da würde ich sogar einen Huni auf den Tisch legen für. Ja, mein Nachwuchsspieler der Saison, ich habe mir schon gedacht, wie der ablösefrei zu Leipzig ging, das wird ein richtig geiler Spieler, und zwar Brian Brobbey. Kam ja von Ajax, ist ein Jugendspieler, ist 19 Jahre alt. Und ich glaube, wenn der wirklich öfter spielt bei Leipzig, dann kann der richtig explodieren. Ich habe zwar nicht wirklich ein Spiel von ihm gesehen, aber ich glaube einfach, vor allem auch von dem, was man von ihm hört, dass das wirklich ein richtig interessanter Spieler ist. Und dass der, wenn er in Fahrt kommt, durchaus das eine oder andere Tor schießen kann. Ich habe natürlich auch bei Nachwuchsspielern die so ein ebenfalls mit Moukoko auch überlegt, ob der nicht da drankommt, aber den habe ich ja schon bei Überraschung, das wäre ein bisschen low. Deswegen sage ich Brian Brobbey, ich glaube, der kann richtig explodieren.
Und ich freue mich, ihn ja, spielen zu sehen. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein guter Kandidat. Sonst könnt ihr mal, wie gesagt, unten reinschreiben, was labert ihr? Warum ist das so und so? Oder warum sagt ihr, der steigt ab? Oder warum wird der Torschützenkönig? Könnt ihr sehr gerne unten reinschreiben, was ihr dazu denkt. Und sonst habe ich eigentlich nicht mal so viel zu sagen. Ja, ich auch nicht. Deswegen würde ich sagen, ihr könnt natürlich am Ende natürlich ganz gerne ein Like und ein Abo da lassen. Wir werden uns natürlich sehr unterstützen und freuen. Und wie gesagt, wie Max eben schon erwähnt hatte, unten in die Kommentare schreiben, ja, was ihr oder wen ihr so in den jeweiligen Kategorien reinpacken würdet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Servus.